Ein moderner Milchviehbetrieb bei Rengersricht in der Oberpfalz. Die Kneißls haben vor 5 Jahren mit viel Eigenleistung einen neuen Stall gebaut für 78 Kühe. Fast schon wieder zu klein, um rentabel zu sein, meinen manche. Michael Kneißl will trotzdem Landwirt bleiben und den elterlichen Hof weiterführen. Aber anders als bisher. Das ist eigentlich damals in der Technikerschule schon entstanden, die Grundidee. Damals haben wir das dann alles durchgerechnet und da war dann schon klar, dass wir das Geschäft mit der Milch selber in die Hand nehmen möchten. Nicht den ganzen Monat liefern und am Monatsende schauen, was kriege ich überhaupt dafür, sondern es einfach selbst in die Hand zu nehmen. Er kaufte gebrauchte Molkereimaschinen in Schleswig-Holstein zu einem Bruchteil des Neupreises. Um die Milch in seiner Hofmolkerei selbst zu verarbeiten und zu vermarkten, musste der Landwirt spezielle Grundlagen- und Sachkundelehrgänge absolvieren und Zertifikate erwerben. Auch Joghurt stellt Michael Kneißl her. Jeweils an 2 Tagen in der Woche werden Milch und Joghurt abgefüllt. Und seit kurzem macht er auch noch Butter. Die Technik jedenfalls funktioniert. Sogar einen Molkereitechniker hat Michael Kneißl eingestellt und das Sortiment vergrößert. Neben Naturjoghurt werden auch noch 7 verschiedene Fruchtjoghurts abgefüllt. Die Fruchtzubereitungen dafür kauft er zu. Auch Ehefrau Margareta hilft mit. Die Chemielaborantin kümmert sich um die Betriebshygiene und um die Qualität der Produkte. Die haben halt da keine Konservierungsstoffe oder Aromen oder sonst was drin. Also das sind echte Früchte und da legen wir halt auch Wert drauf, dass der Fruchtanteil sehr hoch ist. Doch wer nimmt 5000 Liter Milch und 8000 Becher Joghurt jede Woche ab? Michael Kneißl hat neben dem Stall ein Milchhäusel gebaut. Doch sein Hof ist ziemlich abgelegen. Er musste noch andere Absatzwege finden. Und so fragt er einfach mal in den nächstgelegenen Supermärkten an. Milch aus ganz Bayern ist hier im Angebot. Doch Michael Kneißl hat es geschafft. Auch seine Milch ist jetzt bei Rewe, Edeka und Kaufland gelistet. Für 1,19 Euro pro Liter. Und wie viel bekommt er davon? Wir haben jetzt natürlich vor die Einnahmen her schon deutlich mehr. Wir kriegen für den Liter Milch irgendwo gute 90 Cent. Aber man muss natürlich die Ausgaben auch rechnen. Und die Arbeit, die dahinter steht. Dennoch, die eigene Hofmolkerei lohnt sich für Michael Kneißl. Rund 2 Drittel seiner Milch vermarktet er mittlerweile selbst. Mit dem Rest möchte man trotzdem noch gerne immer bei der Molkerei bleiben, da die Mengen immer schwanken und so hat man dann sicheren Abnehmer für die restlichen Mengen. Doch nicht nur an sich, auch an die Verbraucher hat der Landwirt gedacht. Die können bei ihm am Hof von einem Besuchergang aus jederzeit zuschauen, wie die Milch zu Joghurt verarbeitet wird oder wie es den Kühen geht.